Willkommen zurück zu Far Cry 6. Da sind wir wieder und es geht endlich weiter nach einer längeren Pause. Ihr habt das mitbekommen, ich war ein bisschen mit Ghost Recon beschäftigt und muss auch gestehen, hatte und habe auch immer noch so ein kleines Motivationsloch, was Far Cry 6 angeht. Es geht aber trotzdem erstmal noch ein bisschen weiter, weil tendenziell oder generell finde ich, ist Far Cry 6 definitiv kein schlechtes Spiel, es ist sogar ein sehr gutes Spiel. Allerdings, das hatte ich auch schon in anderen Episoden thematisiert, gefällt mir irgendwie diese Ausrichtung, die es jetzt hier bei Far Cry gibt, irgendwie nicht so ganz. Also ich, für mich ist ein Far Cry einfach ein Story-Ego-Shooter, der auch kleinere Nebenaufträge hat, so gar keine Frage. Aber einiges ist für mich einfach drüber. Wir hatten darüber ja schon gesprochen. Also sowas eben hier wie diese komischen gelevelten Waffen und so. Das sind Dinge, die brauche ich nicht unbedingt in einem Far Cry. Und da ja, muss ich perspektivisch eigentlich schon fast was sagen. Oh, wir haben den Schlüssel gefunden. Natürlich habe ich auch schon bei Kollegen geguckt, die das Spiel spielen und das, was dann so in der zweiten Region abgeht, mit diesem doch sehr aufgesetzt bunten, funky, Influencer-artigen Story-Twist, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich das ertrag. Das, wie geht es dir? Muss ich jetzt schon mal ganz klar sagen. Das, also, was ich da gesehen habe, das fand ich irgendwie so drüber. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Aber bis dahin spielen wir auf jeden Fall weiter, weil die Story und die Atmosphäre und so hier in diesem ersten Gebiet, die gefällt mir doch recht gut. Hey, was hast du für mich? Die Armee hat einen Kontrollpunkt errichtet. Das gefällt uns gar nicht. Nee, mir auch nicht. Kümmere dich darum, damit wir wieder unsere Ruhe haben. Danke dir. Machen wir so. Also von daher mal schauen. Ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall hier das erste Gebiet fertig zu machen. Und dann mal zu schauen, ob ich mit dem quietschigen zweiten Gebiet klarkommen. Ich habe auch wieder natürlich viele Tipps und Tricks von euch bekommen, unter anderem zum Beispiel, und das ist jetzt so ein zweischneidiges Schwert, habt ihr mich darauf hingewiesen, dass man ja hier das komplette Set tragen sollte, um eben die Boni zu bekommen. Ich habe da ja schon gesagt, ich finde es irgendwie total dämlich, dass ich sozusagen darauf angewiesen bin, wie ich auszusehen habe und nicht keinen Bock habe, wie so ein Terminator rumzulaufen. Aber dann habt ihr mich darauf hingewiesen, dass sich das Aussehen von den Sachen ganz einfach ändern kann und sie trotzdem weiter angezogen lassen kann. Also ich kann jetzt sozusagen meine Dani hier so anziehen, wie ich das gut finde, dass sie mir eben optisch gut gefällt. Und kann trotzdem weiterhin mein Set tragen. Das muss ich sagen, finde ich dann wieder ganz cool. Das ist eine gute Sache. Und damit bin ich auch recht zufrieden. Damit bin ich recht zufrieden, weil dann kann ich sie mir so optisch individualisieren, auch wenn ich sie eigentlich so gut wie nie sehe. Außer eben in Zwischensequenzen und im Lager. Aber trotzdem kann ich sie mir jetzt so kleiden, wie ich das irgendwie für richtig halte und wie ich das für cool halte. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Also vielen Dank für den Tipp. Ich würde sagen, das Oberteil, da nehmen wir das Klassische. Und die Kopfbedeckung setzen wir. Obwohl, der Hut ist schon geil. Der Hut ist so. Nur mal eben auf die Schnelle so zusammengebastelt. Und ihr habt mir auch gesagt, jetzt schon mehrfach, ich soll definitiv mal an die Waffenbank gehen und mir eigene Waffen bauen, weil die dann am Ende doch besser sind als eben die... Ja, mir geht's gut, und hier? Als eben die legendären Waffen. So, von daher gehen wir jetzt auch direkt mal hier an die Waffenbank ran und schauen mal, was wir uns hier so basteln können. Ich habe hier ja auch schon ein so ein Ding mir mal zusammengebastelt. Und hier haben wir die einzigartigen Gewehre. Die Krokodiljäger-Anpassung haben wir. Das jetzt ist natürlich die Frage. Das sind die Sturmgewehre, glaube ich. Lass uns mal gucken. Talismane können wir natürlich dran machen. Macht jetzt vielleicht nicht ganz so viel Sinn.
was das Aufleveln betrifft. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die upgraden kann, also wie ich da mehr Sterne drauf bekomme. Aber wir versuchen uns mal einfach jetzt ein bisschen reinzufuchsen. Generell. Ich hätte gerne ein Sturmgewehr. Hier haben wir Maschinenpistolen, da haben wir leichte MGs. Sturmgewehr finde ich schon ganz gut. Hattet ihr nicht auch gesagt, ich soll mal in die Shops gucken? Da gibt es zum Teil, Mann, bessere Sachen. Sekunde. So, manchmal klingelt halt einfach auch das Diensttelefon. Also, wir können hier diverse Ausrüstungen kaufen. Eine AK. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das jetzt Sinn macht. Wahrscheinlich können wir die Waffen auch so finden. Ich habe mir jetzt einfach mal die AK gekauft. Mit der Grundidee, dass wir die jetzt mal ein bisschen aufpimpen. So, wir haben da auch andere Aussehensgeschichten. Wir können einfach weiß machen oder wir nehmen das Knallbunte, weil es passt ja so schön zum Spiel. Auf jeden Fall wurde mir empfohlen, so gut es geht, immer die panzerbrechende Munition aufzurüsten. So, das haben wir gemacht. Dann haben wir hier noch diverse Schalldämpfer, eine Mündungsbremse und der amerikanische Schalldämpfer, der macht ein bisschen Geschwindigkeit weg, verbessert die Handhabung und die Heimlichkeit. So, mit der Mündungsbremse können wir die Genauigkeit aufleveln. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Und die anderen Sachen, da fehlt mir einfach auch diverses Material für. Also, dann haben wir hier das Kurzstreckenvisier. Ich glaube, die machen alle nicht viel. Da wir das haben, rüsten wir das einfach mal auf. Und hier hinten können wir da können wir sogar was machen. Wir könnten den Impro Laser Pointer draufhauen. Hierfür brauchen wir wieder robuste Dichtungen und industrielle Plantinen. Ich mach mal einfach das Ding drauf. Ich mach diesen Laserpointer jetzt einfach mal drauf, um das Ding ein bisschen voranzubringen. Hier fehlt uns fast alles. Von daher, auch das habt ihr mir gesagt, soll ich mehr Nebenmissionen und so machen, um eben diese Dinge zusammenzubekommen. So, wir haben jetzt also eine schöne Level 2 AK. Wahrscheinlich immer noch viel zu weit unter dem, was wir eigentlich tragen sollten. Hab aber auch nicht wirklich hier. Ich hätte ein einzigartiges Scharfschützengewehr. Level 4. Nehmen wir das mal als Sekundärwaffe. Können wir auch nicht viel machen. Sprengpatronen, das hört sich alles irgendwie cool an. Deshalb nehmen wir das einfach mal und aussehen lassen wir so. Ich probiere es jetzt mal damit. Primärwaffe 3. Haben wir den Bogen. Den möchte ich irgendwie auch behalten. So, wir versuchen es jetzt einfach mal so. Ist wahrscheinlich immer noch nicht das Optimum an Dingen, die wir da irgendwie machen können. Aber egal. So, ich würde sagen, folgender Plan. Wir machen jetzt mal so eine Story. Machen wir. Weiß gerade gar nicht. Ich will immer Yharnam sagen. Yharnam aus Bloodborne. Dani. Aber das hier ist ja gar nicht Bloodborne. So. Hier wurde doch eben noch da eine yharanische Geschichte angezeigt. Die ist Rang 6, die ist Rang 7. Wir schauen mal eben ganz kurz. Die ist Rang 5. Hätte ich eigentlich dahin reisen sollen. Da war ich sogar gerade um die Ecke, glaube ich. Na egal. Wir machen mal die Rang 6 Geschichte. Wer wird sich jetzt für uns einsetzen? Und schauen mal, was so ein Handkampf. Ja. Also, Mihita, so sieht's aus. Ich bin hier in der Gegend der Hahnkampf-Champion, klar? Gordito und ich wären fast ungeschlagen in Rente gegangen. Aber dieser Hijo de puta Ramon hat in unserem letzten Kampf mit seinem Steroidvogel beschissen. Dieser Sack. Als er dann gewonnen hat, musste ich ihm Gorditos Lieblingssporne geben. Und jetzt ist mein kleiner Kompai traumatisiert. Er isst kaum was. Seine Federn sind glanzlos. Ich darf ihm noch nicht mal die Nägel machen. Du musst ihm die Sporne zurückholen, okay? Bitte, Mami, bitte. Machen wir! Ja, Mami, du bist krass! Ja, ich bin die krasseste. Bei Steroidvögeln bin ich natürlich sofort am Schlüssel. Was ist das hier?
Ich bin Lola, alias die Göttin der Waren. Wähle den Sondereinsatz, den du spielen möchtest, oder wähle von Knarren bis zu Klopapier. Und zwar nicht dieses einlagige Dreckszeug. Meine Produkte sind Premium-weich, Baby, und ich verkaufe dir gerne alles Mögliche. Aber Yara hat ein Problem, das wir nicht ignorieren können. Es gibt etwas Übles auf dem Markt. Castillos Tenientes haben ein paar tödliche neue Waffen entwickelt. Und ich weiß, wo sie sind. Wir gehen rein, klauen die Scheiße und sind ruckzuck wieder raus. Rüste dich aus, okay. Such dir ein Ziel. Das ist also eher so Richtung Koop, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Das machen wir jetzt nochmal nicht, sondern gehen tatsächlich hier. Das ist relativ weit weg. Und ob ich mir das richtig überlegt habe, können wir vielleicht sogar hier und da noch ein paar andere Sachen auf dem Weg machen. Okay. Let's do this. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich bei dieser yaranischen Geschichte ankomme. Wir können uns mal eben unser Auto liefern lassen. Ich brauche was mit PS. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal in die Richtung. Das ist ja noch eine yaranische Geschichte. Aber die war Rang 7. Wir machen mal die Rang 6er. Hier ist sie wieder. Danke, du. Die Einschusslöcher sind geflickt. Na danke, das ist ja hervorragend. Und mit unserem Chorizo-Shibi. So, Steuerung anzeigen. Oh. So, ich hab, ich sollte nicht so auf die Steuerung gucken. So, ab jetzt wird's besser mit dem Autofahren. Versprochen. Ich wollte halt nur einen anderen Radiosender. Weil ich den hier... Das ist mein Lieblingssender. So. Einmal abbiegen. Ich denke auf jeden Fall, das ist so ein ganz guter Plan. Wir fahren jetzt einfach mal grob in die Richtung der Nebenmission. Mit dem Steroidhahn und machen unterwegs ein bisschen Trouble. Trouble in a little... Diese Namen liegen so nah beieinander. Janam, Yara. Ich habe einfach seinerzeit Bloodborne so gesuchtet, dass Janam sich einfach in meinem Hirn eingebrannt hat. Das wäre auch nochmal so ein Ding. Eine Fortsetzung zu Bloodborne würde ich so hart feiern. Da hätte ich so Bock drauf. So, warte mal kurz, Freddy. Okay. Wir fahren direkt über die Straße ran. Das ist okay. Also wie gesagt, Bloodborne 2, das wäre zum Zungeschnalzen. So. Dann lasst uns doch mal reingucken mit unseren neuen Waffen. Was wir hier so tun können. Augen auf, Dani. Es steckt ein Mörderchen. Oh nein. Irgendwas höre ich hier. Ist das mein Viech? Ich hätte gerne noch die anderen aufgedeckt gehabt. Was? Nein. Okay. Also irgendwie auf der einen Seite ganz cool, auf der anderen Seite auch irgendwie ein bisschen störend, dass die Gegner tatsächlich auf die Katze, also auf den Begleiter reagieren, finde ich
irgendwie ganz nice. Also auf der einen Seite in vielen anderen Spielen, Ghost Recon und so, ist es so, dass eure Begleiter einfach durch die Gegend rennen und keiner sich daran stört. Von daher finde ich schon ganz cool, dass hier die Gegner darauf reagieren. Kann aber eben auch furchtbar in die Hose gehen. Können wir da denn jetzt ran? Kann furchtbar in die Hose gehen, wenn man sich eben ransneaken will und dann wie eben der Begleiter gesehen wird. So, wir haben ein bisschen Infomaterial bekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Sache. Die Hunde sind heiß auf uns. Die sind richtig heiß. So, das haben wir. Und hier haben wir noch etwas zum Kaputtmachen. Los! Oh, nee. Na dann mal los. Warte mal, womit wirft man denn noch? Da. Sehr schön. Luftraum ist befreit. Da fliegen noch die letzten Fetzen rum. Also können wir hier jetzt auch wieder mit dem Hubi unterwegs sein. Das war jetzt schon mal der erste gute Part. Und dann, was gibt's hier noch? Ein FND-Depot. Das machen wir auch noch. Und was gibt's dort? Kryptogramma-Kiste. Na gut. Schauen wir uns mal weiter um. Den hätte ich auch noch kaputt machen können, aber egal. Hier ist auch noch ein Kontrollpunkt in der Nähe. Okay, außer ein paar Pferdepatrouillen ist hier nichts. Da haben wir Schießpulver gefunden. Das ist sehr gut. Das können wir gut gebrauchen. Das nehmen wir auch mit. Meine Katze ist schon wieder aggro. Warte mal, wo ist denn... Da oben ist der Kontrollpunkt. Hier hätten wir... Es ist hier trotzdem noch FNDD. Also sind hier... Was ich brauche. Sind hier eventuell mehrere von den Kisten versteckt. Wir gucken nochmal. Ist ja eh gerade Ruhe hier. So. Das mitnehmen, was geht. Die Kamera da muss weg. Okay, die Kamera ist weg. Da vorne ist ein Alarm. Dazu habt ihr mir auch Tipps gegeben. Ich hatte mich ja gewundert, warum ich ein paar Mal den Alarm nicht ausschalten konnte. Liegt daran, weil es gepanzerte Alarme gibt, die man entweder nur händisch ausschalten kann oder eben mit Panzerbrechern Munition. So, das haben wir auch. Das Ding ist auch weg. Okay, noch ein Alarm. Versuch doch mal Verstärkung zu rufen. Ist auch weg. Mich wundert's gerade, dass hier irgendwie so gar keine Gegner sind. Ich frag mich gerade so ein bisschen, ist das überhaupt, macht das überhaupt Sinn? Hier ist noch eine FND-Kiste. Nice. Ja, und da wäre die AK drinne gewesen. Aber egal. Wir haben, glaube ich, eine Level 2 AK gekauft. Bin mir aber nicht sicher. Ist egal. So, das haben wir. Wir schauen uns noch mal ein bisschen weiter hier oben. Aber da vorne ist auch schon Ende. Frage mich, wird jetzt noch... Nee, FND wird auch nicht mehr angezeigt.
Hier haben wir noch die Kryptogrammkiste. Ich würde sagen, ich habe mein Auto zwar da hinten zurückgelassen. Aber, weil wir hier gerade direkt um die Ecke von allem sind, das ist ja gerade fast ein bisschen verlockend. Der Sinn rettet euch auch nicht. Ich habe aber auch keinen Bock, Alter, hier jetzt mega den, mega das Chaos auszulösen. Aber irgendwie hängen die da alle fest. Wir versuchen das mal weiträumig zum Laufen. Da vorne ist auch ein bisschen Panik, aber die brauchen ja einen KZ-Mechaniker. So, Poesia, was auch immer das ist. Wir nehmen ordentlich Material mit. Und hier müsste doch jetzt eigentlich irgendwo besagte Truhe sein. So. Oh, was hat er denn für ein Problem? Okay. Durch diese komischen Dinge, die hier gerade wieder passieren, haben wir erstmal ein paar Probleme. Da ist noch einer. Okay. Erstmal Ruhe, vielleicht können wir uns gleich noch um die Laster da kümmern, wenn die dann noch da stehen. Aber ich will jetzt erstmal sehen, was das da unten ist. Ich habe mir einfach vorgenommen, um auch wieder ein bisschen mehr Fun am Titel hier zu haben, dass ich einfach mal das Far Cry ausblende und erkunde. So, was halt, finde die übrigen versteckten Kryptogramma-Tabellen, um die Kiste zu öffnen. Kryptogramma-Kisten enthalten einzigartige Ausrüstungen und können mit Hilfe von Tabellen in der Nähe geöffnet werden. Folge den Zeichen, um die Tabellen zu finden. Die Kiste öffnet sich, sobald du alle Tabellen gefunden hast. Okay. Also, hier haben wir ein Zeichen. Da haben wir ein Zeichen. Warte mal. Ist jetzt nur eine Vermutung. Wenn hier schon so ein Jetski steht und da hinten sowas Komisches auf dem Felsen ist, würde ich doch pauschal sagen, dass wir hier hin müssen, oder? Oh nein, ein feindliches Boot, natürlich. Okay. Ich will nicht zu lange im Wasser bleiben. Ihr wisst, ich habe Haiangst. So. Ja, Flugzeug, hier geht die Party ab. Auf jeden Fall sind wir hier richtig. Und da ist das erste Stück. Und das zweite würde ich einfach mal vermuten. Ach, guck mal. Da ist der nächste Pfeil. Und da vorne ist doch auch was Blaues. Also sowas ist dann schon wieder ganz cool. Damit kriegst du mich, ja, fuck it. Sowas mag ich echt gern. Oh, was ist das? Der sieht nicht so aus, als ob man mit ihm spaßen sollte. Wir sind hier auf jeden Fall richtig. In irgendeiner Form. Allerdings sehe ich keine weiteren Zeichen. Und da hinten hat uns ja der Pfeil hierher geführt. Also es kann nicht so falsch sein. Es kann nicht so falsch sein. Frage ist jetzt nur, müssen wir hoch? Oder ist es da unten? Ich sehe dich, Scharfschütze. Und das ist schon wieder
das, was in diesem Teil noch mehr nervt als in allen anderen. Es wäre geil, wenn du vom... Alter. Dass immer, wenn du etwas tust, einfach so viel Chaos passiert. Gut gemacht, Pivi. So. Oh, das nervt, Alter. Da könnt ihr einfach wegfahren. Warte mal, die wollen, dass wir... Da hinten ist noch was. Okay. Es war die Gammelwaffe, ich erinnere mich. Egal, komm, wir machen weiter. Also ich finde, es ist immer schon so gewesen in Far Cry, du machst irgendwas. Es war vorher Totenstille. Und sobald du dich an ein Lager anschleichst oder so, da kommt ja noch was vom Himmel. Oh Gott, das holen wir uns zuerst. Also sobald du irgendwie versuchst, in ein Lager zu sneaken oder so, kommen Viecher, kommen Gegner, kommt dies, kommt das. Und ich finde, in dem Teil hier ist es richtig extrem. Richtig extrem. So, das hat auch gut geklappt. Wir müssen sogar hier hin. Hier ist der nächste Pfeil. Aber da vorne ist auch noch was. Also lass uns ruhig mal hier gucken. Da oben. Da oben, da oben, da oben. Okay. Warte, dann muss man doch irgendwie rankommen. So. Da ist es. Nice. Okay, ich muss sagen, das gefällt mir gut. Das gefällt mir sehr gut. Gehabt. Ja, das bin nur ich. Solche Sachen sind definitiv spaßig. Das waren ja auch so Sachen, eben wie auch die Schatzsuchen. Die gab es ja auch im fünften Teil schon. Die haben mir wirklich immer gut gefallen. Da hinten müssen wir hin, ne? Okay, ich möchte es vermeiden zu schwimmen. Aber da ist ein Bötchen. Das nehmen wir einfach. Ich hoffe jedenfalls, dass es ein Boot ist, das man auch steuern kann. Das sieht gut aus. So. Also das waren Sachen, die haben mir immer sehr gut gefallen. Und wie gesagt, es ist ja auch kein schlechtes Spiel. Es war für mich nur, oder ist für mich eben in einigen Zügen kein klassisches Far Cry mehr und entwickelt sich wieder zu sehr in die Ubisoft artige Richtung, die sie eben auch mit Spielen wie Assassin's Creed und so eingeschlagen haben. So, ich bin gespannt, was es hier jetzt Feines gibt. Du hast deine Kryptogramma-Kiste freigeschaltet. Und was bekommen wir? Krawallhandschuhe. Klingt gut. Okay, hier ist Ruhe im Karton. Ich gehe mal davon aus. Das, genau das ist so eine Sache, die es mir absolut vergrault. In so einem Spiel, wenn ich mit einer MG, egal welche Munition da drin ist, jemanden in den Kopf schieße, ja, und der nach der ersten klaren Kugel in den Schädel immer noch auf dem Pferd sitzt und weiterballert, dann ist es vielleicht nicht für jeden schlimm. Mich reißt das aber so unfassbar krass raus. Das kann ich nicht verstehen. Also die Laster sind weg. Die brauchen wir nicht holen.
Aber ich habe da noch eine Kiste gesehen, die würde ich mir gerne holen. Und das kann man mir eben auch nicht mit verschiedenen Munitionsarten schönreden. Es ist egal. Ich meine, ich habe panzerbrechende Munition, angeblich, in diesem Gewehr. Wenn dich die in den Kopf trifft, dann ist dein Kopf weg. So, und das ist eben eine Sache, da habe ich einfach Schwierigkeiten mit. Aber egal. Wie gesagt, man darf das Ganze vielleicht nicht mehr als klassisches Far Cry sehen, sondern als Low Cry oder so und dann... Weil der Rest ist ja gut. Es ist ja ein gutes Spiel. Ach, ihr wisst. Das hoffe ich. So. Da haben wir noch eine Kiste. Eppala. Und bekommen nochmal Supremo-Kleber. So. Das ist jetzt alles ein bisschen anders gelaufen, als ich es geplant hatte. Ich habe es mir schon gedacht. Hier haben wir noch einen Kontrollpunkt. Der kommt dann beim nächsten Mal. Und beim nächsten Mal kommen wir eventuell auch hier bei Angespornt an. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich werde es ab jetzt so halten. Das hatte ich auch schon bei House of Ashes gesagt. Dass das hier vielleicht so im Zweitagestakt kommt. Dann bleib ich motivierter und vor allen Dingen habe auch ein bisschen mehr Zeit, um beide Let's Plays irgendwie zu regeln. Das heißt, immer einen Tag Far Cry, einen Tag House of Ashes. Und wenn House of Ashes dann durch ist, machen wir vielleicht wieder täglich Far Cry. So lange, wie mir das Ganze eben Spaß macht. Wie gesagt, ich versuche, über Kleinigkeiten hinwegzusehen. Ich weiß nur echt nicht, die Gegend hier, ich glaube, die war's, die macht mir echt Sorgen, ob ich da mit der quietschebunten Story zurechtkomme. Das müssen wir mal sehen. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Wiedereinschalten. Ich hoffe, ihr seht mir die kleine Pause nach und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, reingehauen!